wir Servus TV schauen, Alter. Wir sind ernst, das ist kurz. Freuen in die gute Stube. Was ist denn hier? Ist eine Eiszeit ausgebrochen, oder was? Ich habe keine Ahnung von Klima, also ich dachte 22 Grad, ist warm. Ich warte ja schon eine halbe Stunde auf den Marco. Das stimmt überhaupt nicht. Was für Leute. Ich habe ihn direkt angerufen, dass ich wach geworden bin, weil wir wollten ja alles so real wie möglich machen heute, denn es ist Full Day of Eating Zeit. Es ist ein weiter Tag in Wien, ein weiterer Tag in Wien. Und ich wollte euch einfach mal zeigen, wie ich das Ganze unterwegs so handhabe, weil die Full Day of Eatings daheim, die kennt ihr. Alice, die kennt da nichts und macht da alles ready. Und unterwegs bin ich so halb auf mich angewiesen. Deswegen wird auf jeden Fall ein spaßiger Tag mit Servus TV in Wien. Ne, in Stockholm. Das glaube ich. Sind wir gerade hier in Salzburg und Richard Schwarz. Jetzt hat die Fresse hier. Aber ich starte rein in den Tag mit nicht 700, sondern 739 Milliliter Wasser. Das ist immer die erste Amtshandlung. Ja gut, die erste Amtshandlung war was anderes, aber das könnt ihr euch denken. Ich habe meinen Körper schon so eingestellt, dass der... Ich wach morgens auf, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe so richtig Durst schon und viele von euch oder berichten mir auch bei Alice, die kann morgens nicht so viel trinken, aber ich gucke, dass ich fast schon... Ja, bis so 12 Uhr, 13 Uhr, zwei Drittel meines Trinkens am Tag drinnen habe. So ein kleiner Geheimtipp an alle, die Diät machen, dann oft Pipi müssen hier in der Wettkampfvorbereitung. Verteilt euer Wasserkonsum. Ich mache das alles dann eher immer morgens, mittags und dann im Training ein bisschen. Und abends trinke ich dann kaum mehr Wasser. Also gestern Abend noch eine Coke gesippt und das war's. Dazu gibt's natürlich erstmal ordentlichen Batzen an Drugs, ja, dass ich klarkomme. Nee, aber was haben wir da drin? Das wollte ich euch auch mal zeigen. Wir haben ganz wichtig Kurkumin hier, zwei Kapseln drin. Das ist ein Game Changer für alle Entzündungen und Inflammationen in eurem Körper. Hilft extrem bei der Verdauung, also gerade Mädels oder so, die auch einen Blähbauch haben. Fangt an, Kurkumin zu nehmen, morgens nüchtern, aber ganz wichtig, da wirkt es... Wirkt es am besten. Was haben wir noch drin? Wir haben Wobenzym drin, ist auch gegen Entzündungen. Also ich versuche die Inflammation morgens extrem gering zu halten. Dann haben wir von Vario das Lipid drin. Das ist für die Blutwerte ganz wichtig, gerade fürs Cholesterinprofil. Wir haben das Hart drinnen. Da ist auch so ein bisschen Citrullin drin. Das sorgt einfach für einen stabilen Blutdruck. Dann haben wir Meta-Caps drin, weil ich keinen Bock hatte, die Meta-Dose mitzunehmen, denn die hat am Flughafen schon das ein oder andere Mal den Sprengstofftest nicht bestanden. Die, was die Videos gucken, die wissen es, also hochexplosiv die Materie, deswegen einfach als Kapselform, ganz chillig. Dann haben wir noch L-Carnitin mit drin und der Rest ist egal. Nee, aber das gibt's erstmal als erstes kleines Frühstück hier. Und da mache ich auch nicht lang rum. Die nimmst du alle auf einmal? Die lade ich mir alle auf einmal ins System. Ich muss nur auf zwei Gaben hier. Geübt. Und dann kann man in den Tag starten. Gibt es noch ein bisschen Wasser und wir machen uns jetzt auf den Weg und spazieren rüber zum Studio. Es ist kurz vor 8 und bis wir da sind, auch immer wichtig, wirkt die ganze Plörre, also gerade die Meta-Caps. Auch wenn ihr Meta-Soße sauft und die Zeit habt, wartet so 20 Minuten, bis sich alle Wirkstoffe entfalten können. Trinkt viel Wasser dazu, denn Olympia is calling, baby. Guck hier, der Multiscrubber. Aber den Multiscrubber, den brauche ich gar nicht, denn wir haben den Dyson gekauft. Und 69 Euro, das wäre ja für Alice nicht angepasst. Hast du das vergessen? Hier. Wir haben hier die Mischung aus Kreatin, EAAs, Kollagenpeptiden und, was habe ich noch vergessen, Glutamin. Also die Dinge, die man gut braucht, um in den Tag zu starten. Ich krieg nämlich schon Schwächeanfall. Glutamin, super für euren Darm, für die Verdauung.
Also da empfehle ich immer morgens nüchtern 10 Gramm, sogar 15 Gramm. Bei manchen, die wirklich da Probleme haben, sogar 20 Gramm. Morgens und abends. Ansonsten Kreatin. Tausende Fragen gekriegt. Nimm einfach 10 Gramm, 5 bis 10 Gramm. Den Rest scheißt du aus und dann seid ihr safe. Habe ich im Morning Drink mit drin einfach, weil dann vergesse ich es nicht und die Uhrzeit ist auch scheißegal. Kollagenpeptide benutze ich jetzt in letzter Zeit, so das letzte halbe Jahr aktiv und muss sagen, mein Hautbild und auch ja, die Gelenkschmiere verbessert sich. Ich hatte immer so ein bisschen Patellaspitzen-Syndrom. Und klar, natürlich durch das Dehnen auch, was ich vermehrt mache, aber ich glaube auch durch die richtige Supplementierung, wie dieses Anti-Inflammatorische am Morgen mit diesen, also mit den Entzündungswerten tief halten, habe ich auch im Blutbild dann gesehen, die sind ordentlich runtergegangen, kann man da schon richtig gut entgegenwirken. Ansonsten EAAs einfach für nach dem Cardio, um gleich ein paar Aminosäuren ins System zu kriegen und deswegen für mich eigentlich das Nonplusultra-Produkt. Könnt ihr alles bei ESN abchecken, Code Polako, wisst ihr Bescheid. Und jetzt würde ich sagen, machen wir eine Abfahrt. Ey, es ist so ein harter Fail passiert. Urs Kalitschinski, gestern Abend, nix ahnend, denkt sich noch, letztes Meal verhaftet, ich war noch auf Insta Live, stell mich dann hier hin, denkt mir nichts Böses, nimm meine Zahnbürste, nimm die Zahnpasta, schmier sie drauf, fang an, denk mir so, Was hat die da geholt? Guck, ich steht da Superhaftcreme. Denke ich mir, was soll das jetzt sein und warum haften? Dann guck ich, steht da extra Halt und schnelle Wirkung. Denke ich, ja, okay, Halt, keine Ahnung. Krümelschutz und erhöhte Tragekomfort. Denke ich mir, das kann doch nicht sein, das passt dann alles nicht zusammen. Dann lese ich da unten. Für Voll- und Teilprothesen, Alter. Alice hat mir irgendeine Prothesencreme geholt und ich habe mir das Zeug in die Fresse geschmiert. Ich stand hier wirklich, no joke, 20 Minuten und habe mein Maul da und das Waschbecken gemacht. Das war abartig. Ja, Digga, ich brauche deine Zahnpasta, wenn es dir nichts ausmacht. Prothesencreme? Wo gibt's so eine Scheiße? Also da müsste ich mir schon Mühe geben, das zu suchen. Ansonsten reist der Mann der Neuzeit, aber ziemlich entspannt. Ihr kennt sie alle. Eine unbezahlte Werbung, die Gatovi Strandmatte. Für den optimalen, was steht drauf, für lässige Surfer-Looks. Also, sehe ich aus wie ein Surfer? Yes. Perfekt, dann funktioniert das Produkt. Aber die werden eh nass gleich beim Cardio, deswegen benutze ich es jetzt nicht. Mein Favorite Parfüm, Acqua di Gio. Wenn ihr euch die Girls klären wollt, die fahren drauf ab, deswegen... Ich find's auch geil. Aqua di Gio ist sehr geil, aber auch das, was du mir geschenkt hast, welches, wie heißt denn das nochmal? Allure, das bockt auch, so ein anderer Duft, aber das hier ist echt so, damit machst du als Mann nichts falsch, oder Marc Gebauer jetzt sagen. Heute den mal etwas anderen Hoodwalk. Gerade in der Wettkampfvorbereitung mutiere ich ja wirklich zu Morgenmenschen. Also früher immer nach dem Saufen heimgekommen, meine Mutti war schon morgens so auf der Terrasse mit dem Käffchen so um 6, 6.30 Uhr, hat einfach so in die Natur geguckt. Ich dachte mir mal, warum oder was gibt es einem jetzt mittlerweile? Das denke ich mir heute noch. Ja, jetzt mittlerweile verstehe ich das und gönnen wir selbst um 6.30 Uhr das Servus TV. Nee, aber Spaß beiseite, das ist auch extrem wichtig, also gerade die Jungs, die zugucken hier und Mädels, die auch gerade sowas wie viel essen müssen, da sich es ja heute auch ein bisschen ums Essen dreht. Guckt, dass ihr feste Zu-Bett-Geh- und Aufstehzeiten habt, also das ist ein extrem krasser Game-Changer und schaut vor allem auch, dass ihr genug schlaft. Es hat nicht nur was mit Regeneration für den Aufbau zu tun zum Beispiel, sondern auch ganz extrem in der Diät, also wer nicht pennt, der verliert kein Fett. Das ist 100% der Fall. Und gerade viele können am Ende der Vorbereitung nicht schlafen. Gerade auch so Enhanced-Athleten. Und das finde ich dann immer absolut schwachsinnig. Da muss man den Plan so umstellen, dass es möglich ist zu schlafen. Weil
wie gesagt, im Schlaf passiert alles, passieren alle Prozesse. Egal wie klein das Dorf ist, man kann hier Kryptos minen. Nicht deren Ernst. Mit eigener effizienter Hardware und dauerhaft laufenden Erträgen. Beratung in 20 Metern. Da unten im Flussbett wahrscheinlich. Können ja mal vorbeischauen und gucken hier. Jetzt gibt es nicht 30 Minuten, sondern 31 Minuten Sonderzuschlag. Denn wir machen immer eine Minute mehr als der Bumstead. Nee. Immer eine Minute mehr und dann hat man die psychologisch schon mal ausgearbeitet. Gut, ich mache Musik rein und dann sehen wir uns später wieder. Cardio woanders zu machen, da sind die Sessions immer so, das ist krass. Man guckt ein bisschen rum, man hört was an und schon ist eine halbe Stunde vorbei. Ich finde so 20 Minuten sind zu wenig und ich fahre gut bis 45 Minuten. Und ab 45 Minuten Cardio splitte ich das dann auf zweimal am Tag oder sogar dreimal. Wenn ich jetzt irgendwie 1,5 Stunden Cardio machen müsste, würde ich 45 nüchtern machen, 20 nach dem Training und 20 dann nochmal abends oder so. Weil wenn ihr jetzt 2 Stunden am Stück macht, geht das auch ziemlich auf euer Stresslevel. Ein hohes Stresslevel ist nie gut. Deswegen guckt da nach so einem Sweet Spot. Der ist bei jedem verschieden. Bei mir daheim auf dem Drahtesel brennen die auch einfach nur die Eier nach 40 Minuten, weil der Sattel so abartig ist. Plus ein Tag, minus ein Tag. So sage ich immer gern. Wieder eine Session geschafft. Auch wichtig, Schwitzbombe wie ich bin. Wir bleiben hydrated. Das heißt, wir füllen nochmal auf. Dann gibt es den Morning Drink dazu. Im Stahlshaker von Miracleware hält das Ganze nochmal extra kalt. Also Stahlshaker sind das Nonplusultra, egal ob für warme oder kalte Sachen. Schaut im Shop vorbei, es sind noch ein paar da. Und dann könnt ihr da auch immer den sommerlichen Morning Drink genießen. Ich sag's euch, je weiter die Diät schreitet, desto mehr genieße ich das Ding morgens. Was ich dann auch immer gern mache. Ich gucke wirklich, dass ich habe morgens bestimmt schon 4 Liter Wasser drin bis zur ersten Mahlzeit. Also 1,5 Liter immer am Morgen. Also ich trinke meistens so 700 Milliliter pures Wasser direkt nach dem Aufstehen. Dann 700 Milliliter mit Meta drin und mit meinen Morning nüchtern Subs, wie ihr gesehen habt. Und dann sind wir schon bei 1,5 Liter. Danach mache ich mir den Morning Drink meistens in so eine Flasche, da sind auch nochmal 1,5 Liter, also 3 Liter und dann gibt es so nach dem Frühstück meistens noch einen Tee oder sowas. Müsst ihr jetzt so viel trinken? Nein. Aber, dass ein Full Day of Eating ist, gute Grundregel zum Wasserbedarf decken. 1 Liter pro 20 Kilo ist so, ja, das was ich sage, mindestens. Wer hart trainiert, der kann nochmal 1 Liter dann oben drauf rechnen im Gesamten. Also wenn du jetzt 80 Kilo wiegst, dann trinkst du 4 Liter an einem heißen Tag mit asozialer Session. Dürfen es dann auch mal 5 sein. Fresh geduscht. Boah, du riechst gut. Die Strandmatte, ja klar, das ist das. Ich kann es euch nur empfehlen. Holt euch die 2. Mehr braucht ihr nicht an Produkten. So, darf ich auch reinkommen oder bleibe ich in der Tür? Du bleibst in der Tür, weil wir gehen gleich zum Frühstück. Ich habe nur mein Frühstück in der Tasche. Das zeige ich euch gleich. Gehen wir erstmal runter. Warm Wasser gibt es um die Ecke. Ich habe hier schon meine Haferflocken auf der Tasche. Alles abgewogen und beschriftet. Samstagmorgen hier. Gibt es die hier rein. Tütchen Nummer 2, was am Flughafen als Schoter bezeichnet wurde. Das gute kochende Wasser. Und dann mache ich mir noch mein Whey-Pudding dazu. Jetzt habe ich mir hier noch 2 Früchtchen gegönnt, ein Apfel, eine Orange. Die sollten es machen. Ich habe Salz am Start, da kommt auch ein bisschen was davon rein. Vielleicht kriege ich noch ein bisschen Wasser für mein Whey-Pudding. Und das wird mein Frühstück für heute sein. Hier wird schon, komm her Junge. Hier, komm rein ins Video. Bester Mann.
aus dem Hotel am Start versorgt uns hier. Und ja, so starten wir rein. Also ne, wird hier wie immer eingeblendet. Der Whey Pudding wird hier jetzt noch zubereitet. So, natürlich wieder die Hälfte daneben geleert. Also die Mahlzeit wäre jetzt verhaftet, ihr seht. Alles fein säuberlich weggeputzt und natürlich gibt es nach der ersten Mahlzeit auch noch Supplements. Die gibt es, oder das sind Supplements, die sollte man nicht nüchtern nehmen, denn die können so ein bisschen auf den Magen gehen, wenn man die nüchtern nimmt. Das ist klar, sowas wie Zink oder hier der Athleten-Stack, der Athlet-Stack. Sind 5 davon drin. Ich nehme 5 morgens, 5 zum letzten Meal. Und dann haben wir da noch UC2, Kollagen drin. Und 4x Omega und den Vario Calm, also das Antistressprodukt, kann man auch als Schwab Pro nehmen. Aber das ist nochmal ein bisschen komplexer und wirkt besser. Und die gibt's. Immer nach der ersten Mahlzeit. Somit wäre das Ganze jetzt komplett. Jetzt gehen wir aufs Zimmer, dann habe ich noch ein bisschen Anrufe zu tätigen, lege mich vielleicht noch kurz aufs Ohr. Also normalerweise würde ich mich daheim jetzt nochmal hinlegen, wie ihr wisst. Und dann holt uns schon Coach Stefan ab. Schulterarme werden auf jeden Fall weggeprügelt. Die Fliege versucht ja auch ein bisschen von mir noch was wegzufressen. Ich weiß, wo es gute Gains gibt. In diesem Sinne trinke ich noch meinen Tee leer und dann müssen wir hier eher abhauen, weil wir sind schon wieder zu spät und die haben das Frühstücksbuffet schon abgebaut. Muss wohl einiges nachholen an Fernsehkonsum der letzten Jahre. Das Ding läuft hier durch, ich feiere es, aber die Kletterer, Junge, wie krank die sind. Das ist echt heftig, respektiere ich auch extrem den Sport. Guck mal, was der sich hält, das ist einfach so ein rundes Ding. Aber ich sehe mir hier auf jeden Fall ein Sirup rein, Multifrucht. Multifrucht und Blutorange sind absolut krank. Gibt's bei More Nutrition mit Alice, wisst ihr Bescheid. Fahren jetzt zu Stefan. Ich nehme das hier mit. Ich hasse, also Real Talk, ich mag die Hip Baby Reisflocken überhaupt nicht. Ich weiß noch, früher waren das so die einzigen. Und dann hat Vario ESN zum ersten Mal den Reispudding gebracht. Und dann gab es ja auf einmal in ganz Deutschland den Hype. Aber davor haben wir die gefressen. Jetzt habe ich mir gedacht, was ist, wenn kein Wasserkocher da ist für den Reispudding? Was er ja nicht ist. Habe ich mir gedacht, ich nehme die einfach mit. Die kann ich mir einfach so anrühren. Was auch noch dabei ist, ist der Zimtteppich. Den habe ich beim Frühstück ganz vergessen in der Tasche. Mein Salz Pre und Post nehme ich mit. Und 2x50 Gramm Whey hier. Pump Booster ist auch dabei, wichtig. Und Käffchen gibt es bei Stefan, mehr brauchen wir nicht. Das ist echt geil, Mann. Warm schon wieder so. Also mir ist es zu warm. Ja, ist es auch. Ihr seid pfeifen, echt. Das ist so typisch deutsch, Junge. Ist es einmal 30 Grad, oh, ist es so heiß, dann ist es kalt. Mann, der scheiß Regen, es ist nie Sonne in Deutschland. Also echt, ey. Ich erinnere mich an Vorbereitungen, da bin ich in den Bunker gelaufen, da lag Schnee und mir war einfach arschkalt. Dann hast du 2 Übungen gemacht und dein Gelenk war immer noch gefühlt kalt. Deswegen in der Hitze, gerade in Florida, habe ich es geliebt zu trainieren, weil du einfach schon mit so einem Grundschweiß auf der Haut ins Training gegangen bist. Und da hast du dich einfach viel besser gefühlt. Wir sind angekommen im Hause Kienzel. Ich bin zum ersten Mal beim Boss at home. Und natürlich wurde ich gleich versorgt hier von der liebevollen Herrin des Hauses mit einem schönen Kaffee, den gibt es vorm Training. Und ich durfte mich hier breit machen in der Küche und Pre-Workout mir ready machen. Hier haben wir, wie immer, kennt ihr ja, den Final Protein Pudding. Hier habe ich, ich finde es gerade ein bisschen unfair, ich habe einfach eine ESN-Schüssel entdeckt. Danke, dass ich auch eine bekommen habe. Coole Sache auf jeden Fall, made for winners. Vielleicht bin ich ja noch kein Winner, deswegen habe ich keine gekriegt. Hier haben wir 80 Gramm Reispudding drin und oder die Hip-Reisflocken und ein bisschen von dem Vanille-Flavor Tasty, was ich hier entdeckt habe. Ich habe es noch nicht probiert, das mache ich jetzt mal für euch und gebe euch mal ein Feedback. Da ist, by the way, der Boss. Ja. Und wie ist es Vanille? Vanille geht voll klar. Ja. Ein anderes Neues steht auch da. Schon gekostet? Ja, aber das ist so, ich mag diese Klassiker mehr als so
Die Fruchtdinger sind geil. Übertrieben ist schon noch geil, aber die Fruchtdinger sind geil im Quark oder so. Aber so ein Reispudding, 10 Geschichten mag ich eher, so Schoko-Vanille-mäßige. Und wir haben noch ein bisschen Melone. Auf Kienzelsnacken habe ich ein bisschen Melone gespendet gekriegt, weil ich zu wenig Äpfel dabei hatte. Kann man diese anderen Dinger jetzt spoilern? Die sind gestern gekommen. Willst du uns zeigen? Was? Die Oatcakes? Ja. Zeig her. Ich, was will uns zeigen? Was Stefan Pre-Workout so isst. weil ich glaube, das steht bei mir nicht auf dem Rundplan. Wir wissen immer nie, ob wir schon spoilern dürfen, aber wir platzieren es einmal schön, okay? Ja. Wir machen mal so. Einen hast du schon verhaftet hier. Wie du siehst, Joghurt. Heute. Wie war Joghurt besser? Den habe ich, wie du siehst, noch nicht gekostet. Joghurt war gut. Wir wollen jetzt auch eine Live-Reaction. Also. Eine Live-Reaction? Ja. Joghurt ist besser. Ja? Mhm. Bist du mehr der Joghurt drin? Weißt du, warum der Joghurt besser ist? Hm. Weil er im Abgang so eine Frische hat. Ja, das mag ich auch mehr. Der wird ein bisschen mehr im Mund. Hm. Ja, aber es mögen auch einige. Ja. Also von dem her, Preference. Mehr im Mund haben mögen auch einige. Mhm. Braunes. Auch im Hause Kienzel bin ich wieder mit allem zu begeistern. Aber Stefan wäre nicht Stefan, wenn der nicht noch einen oben drauf setzen könnte. Ich habe leider nur den einfachen Kühlschrank mit nur Wasserspender, den ich selbst auffüllen muss. Stefan hat den Doppelkühlschrank mit Ice Cubes und Crushed Eis. Aha. Und in dieser herrlichen, großen, tollen Küche, die ich auch gern hätte, mischen wir uns jetzt das Pre-Workout an. Denn für Schultern und Arme braucht man einen dicken Pump, 2 Scoops. Klein extra. Okay. Kann man sich schon gönnen. Du machst hier heute auch anscheinend was extra in deinem Rückentrizep. Genau. Wir brauchen einen extra Scoop, denn wir haben nicht nur Schultertrizep, sondern den Bizep. Machen wir heute auch. Also, ich meine, Schultertraining kann man es eh nicht mehr nennen, da der Kollege mir jegliche Schulterübung bis auf hintere Schulter und Seitheben gestrichen hat. Also es wird eher hintere Schulter, Seitheben und dann eine Mischung aus Trizeps und Bizeps. Wir haben es jetzt 3:30 und da müssen wir los, denn danach haben wir noch ein paar Mahlzeiten zu essen. Aber wir haben auch alles mit dabei, deswegen kann nichts anbrennen dann. Ich habe nur die Befürchtung, wir haben kein kochendes Wasser im Gym, aber wir werden uns auch so helfen. Irgendwo kriegt man schon hin. Und wenn nicht im Gym, dann wieder im Hotel. Auch was, stresst euch nicht. Stresst euch nicht, auch wenn ihr nicht in der Vorbereitung seid. Wenn ihr in der Vorbereitung seid. Es geht nicht die Welt unter, wenn man nach dem Training nicht in den nächsten 5,5 Minuten was isst. Ihr könnt auch erst ins Hotel gehen, entspannt was essen und fertig. Ja, so ist es. Das können Sie sich auch immer vom Coach unterstreichen lassen. So, hier sind wir wieder. Top Body Gym mit Coach und jetzt werden Schultern und Arme trainiert. Ich halte einfach meine Fresse und gib Gas. Oh.
Ja, ist gut. Ja. Die Sonne kommt rein. Ja doch, Haarduftor ist schon besser geworden. Haarduftor ist schon besser geworden. Ja, aber es ist sehr, weil es ist super fleischig, das ist die Muskelbäuche sind. Und das habe ich auch verbessert, jetzt der Übergang. Und es wird mir nie wieder passieren, dass ich den nicht so anspanne. Ja, das habe ich echt, das habe ich gelernt. Wie ein Blöder. Das ist schon ja. Wie dick der Rezeptor ja. ist. Der ist halt schon. Der Muskelbauch ist einfach so dick. Alter, die sind schon fett geworden. Manchmal ist es so, an vermeintlich schlechten Tagen startet man einfach rein und dann läuft es aber richtig. Und wir haben ein geiles Training, gutes Training abgerissen, gerade die Arme schön zersägt, ein paar kleine Tweaks noch auf dem Weg mitbekommen, also hat sich definitiv gelohnt. Und ja, wenn ihr mal einen schlechten Tag habt in der Diät oder kaputt seid oder so, geht einfach mal ins Training, ihr müsst euch davor nicht zuschütten mit Boostern, also geht einfach mal rein, fangt ein bisschen an, vielleicht nicht direkt mit einer schweren Kniebeuge, sondern macht erstmal so Adduktoren, deswegen am Anfang ist ganz geil, da kommt man so ein bisschen von diesem, oh, bin ich fertig, in den Modus, dann läuft die Maschine warm und dann könnt ihr durchstarten, also das meiste wäre schon geschafft, wenn ihr euch ins Gym begebt und dann wird es eh von automatisch laufen. Und ob es dann eine 80%ige oder 100%ige Session war, das ist egal, weil ihr habt auf jeden Fall mehr gemacht, als wenn ihr nicht gegangen wärt. Schöne Worte zum Trainingsabschluss. Ich würde sagen, wir packen zusammen. 1,5 Stunden haben wir trainiert. Tatsächlich mit einer 101er Herzfrequenz durchschnittlich. Das ist bei mir. Ist gut. Richtig hoch. Für Polacco-Durchschnitte ziemlich hoch. Miguel Indurain. Jawohl. Gut, wir sehen uns bei Stefan zu Hause wieder, denn wir haben beschlossen, dort wieder das Post-Workout-Meal zu essen. Und danke an Alex, Stefans liebevolle Frau, die noch Äpfel besorgt hat. Also wir bereiten alles zu. Post-Workout ist dasselbe wie Pre. Wir sehen uns aber kurz zum Essen wieder. Sonst glaubt ihr mir ja nicht, dass ich gegessen habe. Bis gleich. Wir sind wieder in der Stute. Was laber ich da? Moment mal. Ja. Das bist du hier auf jeden Fall nicht. Genau, wir sind in der Bude vom Chef, machen das Post-Workout mir. 100 Gramm Reisflocken, 1 bis 2 Gramm Salz. Good amount of water. Wow. Und 50 Gramm. Ich habe gesehen, Stefan hat das Final Schoko am Start. Und da ich gerade keine Lust habe auf das Lemon, rühre ich mir gleich noch ein Pudding an mit Schoki. Ich muss sagen, echt geil ist das Flavor and Taste die Vanille. Ich weiß nicht warum, aber so ganz basic hatte ich mir noch nie mitbestellt, weil ich mir dachte, ja, Vanille kann ich auch das Whey nehmen, aber es gibt echt einen guten, so einen guten Taste. Das
ganz nett, stattlicher Zimtteppich, wenn alles schön bedeckt ist. 50 Gramm, 100 Gramm Zimtteppich, Stefans fetter Bauch, unten ab. Warst du früher ein Emo? Wie ich? Wir haben noch, also bei uns hat man noch Satan gehuldigt. Da gab es keine Emos. Also da Emos wurden zum Frühstück verzehrt und am Opfertisch geopfert. Stefan war schon Emo, bevor er school war. Ich habe maturiert, oder sagt man abituriert? Masturiert? Mit einem schwarzen Anzug, einem Nietenhalsband, einem Patronengürtel. Ist dein Ernst? Und Springerstiefel. Gibt es ein Bild davon? Nein. Ja. Ist dein Ernst? Ja. Nicht dein Ernst, oder du so. Nein! Junge, ist das geil! I'm not like everybody else. Leute, und so stand er halt und hat sein Zeugnis am Abitur in Empfang genommen. Mit Auszählung. Warte mal. Wie viel muss ich dir geben, dass du so mit uns jetzt in die Innenstadt fährst? Ja, das geht, das schafft jetzt. Jeder ist käuflich, Stefan. Ich habe auch so eine Kindheitskiste. Schreibt mal in die Comments, ob wir die auch mal öffnen wollen. Meine Mom hat da so viel, aber das meiste sind nur so Urkunden von irgendwelchen sportlichen Aktivitäten. Ja, das war bei mir nicht sehr erfolgreich. Immer noch im Hause Kienzel. Die Damen machen sich ready, denn wir gehen gleich in die Stadt. Und ich habe gesagt, ich schiebe einfach noch ein Mehl hinterher. Wir haben es jetzt schon kurz nach 7. Und das ist das erste von meinen 3 Kienzel Reismeals. Ich muss jetzt erstmal gucken, ob das Ganze nicht sauer geworden ist. Dem ist nicht der Fall. Deswegen gibt es das nächste Mehl jetzt. Nährwerte sind wie immer eingeblendet. Das Ganze gibt es 2-mal. 150 Chicken. 50 Reis, glaube ich. Weiß gar nicht mehr. Und 100 Gemüse. Alles roh gewogen, ganz wichtig, bevor man Brot oder kocht. Bei Stefan gibt es auch das nächste Meal der Off-Season. Was haben wir denn da Schönes? Ich weiß nicht, ich habe das da drüben unten am Herd. Und einfach gegessen. Und jetzt isst es, aber es ist irgendwie verdammt scharf. Also ist Gnocchi. Mhm. Gnocchi mit irgendeiner scharfen Soße. Perfekt. Irgendwie 50.000 Pferde hier rumlaufen. Ja, das ist Teil unserer Kultur. Ja, Tierquälerei ist Teil der... Wir haben es geschafft, Stammlokal von Stefan Kienzel. Wenn ihr dem ultimativ begegnen wollt und ihm auf den Sack gehen wollt mit Fragen, Löchern, dann kommt's. Also wenn ihr die ganze Woche hier vom Laden campt, dann habt ihr eine ganz große Wahrscheinlichkeit, dass ihr einmal auf Stefan Kienzel trifft. Stimmt, allerdings. Also wenn ihr schon immer ein faules Ei auf Stefan oder sein Auto schmeißen wolltet, könnt ihr es hier mit. Ich gehe aber zu Fuß her. So. Also das können wir alles verhaften heute. Hier, Samstagabend. Auf der letzten Dose hat Alice noch Gute Nacht mit Herz drauf geschrieben. Auf der heute nicht mehr. Danke. Das ist jetzt die Vorspeise. Wir haben hier Carpaccio. Das ist viel Fantasie Carpaccio. Das war hinten auf der Karte. Das kann man nur bestellen, wenn man ein Profi ist. Und die Hauptspeise kommt dann gleich. Ja? So, ich wünsche euch nochmals guten Appetit. Danke. Eigentlich esse ich kurz nach 9 schon mein letztes, aber heute sind wir... Ja, ich esse ganz früh. Ich gehe auch um 9:30 schlafen. Und stehe dann relativ früh auf. Aber heute sind wir mit der Familie unterwegs und... kann man den Samstagabend ein bisschen entspannter ausklingen. Wie ihr aber seht, so eine Vorbereitung kann man auch unterwegs machen. Prepare yourself und dann kann nichts schief gehen. So, ich habe vorher noch ein bisschen Beef Tartar mitgenommen aus dem Laden und habe es mir währenddessen auf dem Motorgrill mit einem Ei zusammen warm gemacht. Spaß beiseite, wir machen hier ganz, ganz auf asozial wie in alten Zeiten. Schön draußen noch mit den Jungs. Gibt jetzt hier die letzte Mahlzeit. Es ist 22 Uhr, normal würde ich jetzt schon schlafen. Ich gehe eigentlich immer so um 9:30 ins Bett. 200 Gramm Rinder-Tatar vom Basti, liebe Grüße, beste Qualität, könnt ihr mal abchecken. Und ein Vollei. Und ja,
dann war es das mit dem Full Day of Eating. Daheim gibt es dann noch ein paar Supplements, wie nochmal Athlete's Deck, nochmal Omegas und ein bisschen Sleep Spray. Alles zu erwerben bei More und ESN. Und ja, das war der Full Day of Eating. Prep Edition, unterwegs Edition. Morgen gibt es den letzten Streich. Und was da ansteht, seht ihr im nächsten Video. Ich danke euch auf jeden Fall für den Support. Und ja, lasst jetzt auf jeden Fall Olympia Geschichte schreiben. Let's go. Ey, ganz kurz, ich weiß nicht, ob ich das ohne Wasser schaffen werde. Ist ja ein bisschen trocken. Es ist so trocken und kalt, es ist geisteskrank. Aber es ist ein guter Tipp, wenn ihr richtig Hunger kriegt in der Diät, macht euch das Essen möglichst eklig. Es ist wirklich, es ist schon fast eine Essstörung, aber es ist ein Lifehack. Reispudding mit Salz und Pfeffer, Stefan weiß es noch. Stimmt allerdings, ja. Also bloß nicht da irgendwie auf irgendwelche kreativen Ideen kommen. Aber das ist wirklich... Ich glaube, das ist ziemlich Endgänger. Ja, so 4 weeks out wäre das geil, aber nicht 15. Hau mal ab, ja.